Es passiert nicht alle Tage, dass man mit Sekt und Blitzlichtgewitter beim ECE empfangen wird. Zum 30er darf das allerdings schon sein, denn das Einkaufszentrum im Herzen der Stadt ist in diesen 3 Jahrzehnten zu einer Institution geworden. Ich glaube, grundsätzlich ist das ECE nicht nur Einkaufszentrum, es ist wirklich eine Institution. Jeder Kapfenberger hat irgendwo eine Geschichte, mittlerweile im ECE, mit dem ECE. Man ist fast mindestens einmal in der Woche im ECE und von dem her super cool, dass wir das in Kapfenberg haben und Gott sei Dank haben wir es in Kapfenberg. Und vor allem ein Name ist untrennbar mit dem ECE verbunden. Heribert Kramer. Der ist ein Unikum in Kapfenberg und hat das Kapfenberg geprägt und das ECE ist einfach Heribert Kramer. Vor 30 Jahren war eben das Ziel, hier ein schönes innerstädtisches Center zu machen, dank dessen, dass eben der Herr Brischl die Idee gehabt hat und gesagt, hier möchte ein Einkaufszentrum und kein Verwaltungsgebäude und ich den Standort als gut eingeschätzt habe und ich gerade wieder von Linz nach Kapfenberg, Bruck an der Mur gekommen bin und der Standort gut war und die Banken finanziert haben und gesagt, okay, das Universum will es, dass hier in Kapfenberg ein innerstädtisches Center entsteht für die Bürgerinnen und Bürger der Region. Und die Bürgerinnen und Bürger der Region wissen das ECE auch zu schätzen. Zentral, ein tolles Angebot, immer wieder nette Leute treffen und ja, eine Gesamtkomposition mitten in der Stadt. Ja, es ist ein Wahnsinn, ja, 30 Jahre, also innerstädtisches Einkaufszentrum und natürlich Heribert Kramer, nach wie vor aktiv und noch viele weitere Jahre mit ihm, ja.